Odin gewinnt den Dichtermet. Eines Tages machte sich Odin auf, um sich in den Besitz des Dichtermets zu bringen. Auf seinem Weg kam er zu einer Wiese, auf der eben die 9 Knechte des Riesen Baugi das Gras mähten. Baugi aber war der Bruder Suttungs. Odin sah, dass es den Sensen der Knechte an Schärfe fehlte und fragte sie, ob er ihnen die Sensen wetzen solle. Als sie bejahten, nahm er einen Wetzstein vom Gürtel und schärfte die Sensen so, dass alle verwundert waren, wie gut ihnen nunmehr die Arbeit von der Hand ging. Da wollten sie den Wetzstein kaufen und Odin sagte, der solle ihn haben, der dafür den gerechten Kaufpreis entrichte. Dazu waren alle bereit. Odin aber warf den Wetzstein in die Luft und nun wollte jeder der Knechte ihn haben. Sie gerieten darüber in so heftigen Streit, dass sie einander schließlich wechselseitig mit ihren Sensen erschlugen. Odin begab sich sodann zu Baugis Gehöft. Er nannte sich Böllwerk und bat den Riesen um Nachtherberge. Als der Hausherr mit seinem Gast ins Gespräch kam, klagte er, dass er in einer argen Lage sei. »Meine 9 Knechte haben einander allesamt totgeschlagen und nun weiß ich nicht, woher ich Arbeiter bekommen soll.« Da erbot sich Böllwerk, er allein wolle die Arbeit aller 9 Knechte verrichten. »Ich habe gehört, dass dein Bruder Suttung einen Trank von wunderbarer Wirkung verwahrt«, setzte er hinzu. »Das soll mein Lohn sein, dass du mir einen Trunk von diesem Met verschaffst.« Darauf antwortete Baugi, »der Met gehöre Suttung allein, der niemandem etwas davon gönne.« »Das aber verspreche ich dir«, schloss er, »dass ich dich zu meinem Bruder geleiten und versuchen will, dir zu einem Trunk von dem kostbaren Met zu verhelfen.« Mit diesem Versprechen gab sich Böllwerk zufrieden und tat nunmehr den ganzen Sommer über ganz allein dieselbe Arbeit, die früher 9 Männer verrichtet hatten. Als aber der Winter kam, mahnte er Baugi an sein Versprechen und alsbald brachen beide auf und begaben sich zu Suttung, dem Baugi den Wunsch Böllwerks vortrug. Er hatte aber keinen Erfolg damit, denn Suttung schlug ihm seine Bitte rundweg ab. Da meinte Böllwerk, dass es nun an der Zeit sei, es mit einer List zu versuchen, und Baugi war mit diesem Vorschlag einverstanden. Nun zog Böllwerk den Bohrer Rati hervor und verlangte, Baugi solle dann ein Loch in die Felswand von Nidbjörg bohren. Dieser machte sich sogleich an die Arbeit und erklärte nach einiger Zeit, der Fels sei bereits durchbohrt. Böllwerk jedoch blies in die Öffnung und da flog ihm Staub entgegen. Baugi hatte also nicht die Wahrheit gesagt. Er musste nun weiter bohren, bis die Arbeit wirklich geschafft war. Da verwandelte sich Böllwerk in einen Wurm und kroch durch die kleine Öffnung in das Innere des Felsens. Heimtückisch stieß Baugi mit dem Bohrer nach, sobald der Wurm in das Loch geschlüpft war. Dieser aber war auf der Hut gewesen und Baugi verfehlte ihn. Im Inneren der Höhle angelangt, trat Böllwerk in seiner wahren Gestalt vor Gunlöt. 3 Nächte lang teilte er mit ihr das Lager, sie aber versprach ihm 3 Trünke von dem Met, den sie verwahrte. Der Met war in 3 Gefäßen aufbewahrt und Böllwerk leerte jedes davon mit einem einzigen Zug. Dann verwandelte er sich in die Gestalt eines Adlers und flog davon. Als Suttung den Adler fliegen sah, warf er sein Adlergewand um und nahm die Verfolgung auf. Die Asen sahen schon von Weitem, was da vor sich ging und dass der Verfolger Odin fast schon erreicht hatte. Da stellten sie Schüsseln auf, in die Odin den Trank entleerte. Suttung jedoch musste unverrichteter Dinge umkehren.